Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin unserer Debatte ist für die Fraktion Die Linke unsere Kollegin Ulla Jeltke. Bitte schön, Frau Kollegin Jeltke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Debatte von der Koalition, wie sie hier heute schon geführt wird, zeigt eigentlich, wie berechtigt das ist, dass wir heute eben nicht nur allgemein über diese wichtige Errungenschaft der Flüchtlingspolitik reden, nämlich der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern eben auch ganz konkret über ganz aktuelle Flüchtlingsdramen. Diese spielen sich, wie wir eben schon gehört haben, vor allen Dingen in Nordafrika ab, wo Tausende schutzbedürftige Menschen weiterhin feststecken. Vor allem das Lager im tunesischen Schoucha muss unbedingt erwähnt werden, wo 4.000 Menschen unter extremen Lebensbedingungen dahin vegetieren. Es gab dort sogar bewaffnete Angriffe und Brandstiftung von tunesischen Milizen und dem Militär. Einige Flüchtlinge haben versucht, dieses Lager zu verlassen, haben versucht, über das Mittelmeer zu fliehen, wurden dabei gestoppt und zurückverfrachtet. Nicht alle haben diesen Ausbruch überlebt. Die Linke fordert hier ganz klar, dass Flüchtlingen aus Schoucha und den anderen Krisengebieten dringend geholfen werden muss und dass es eine Regelung bedarf, dass die EU-Staaten entsprechend einen Verteilungsschlüssel aufstellen und die Flüchtlinge nach Europa geholt werden. Meine Damen und Herren, die Genfer Flüchtlingskonvention regelt eben nicht nur, wer als Flüchtling zu gelten hat und welche Rechte ein Flüchtling genießt. Sie sollten vor allem sicherstellen, dass Flüchtlinge nicht in die Staaten zurückkehren müssen, die sie verfolgen. Das bedeutet auch, dass niemand in einen Staat verbracht werden darf, in dem ihm wiederum die Abschiebung in das Verfolgerland droht. Dieses Gebot der Nichtzurückweisung ist das Herzstück der Flüchtlingskonvention. Und genau dieser zentrale Bestandteil, Staatssekretär Bergner, wird durch die Bundesrepublik und auch vielen EU-Staaten auf breiter Front unterlaufen. Das sehen wir am Beispiel Nordafrika. Das haben wir neulich übrigens an der griechisch-türkischen Landesgrenze erlebt, wo griechische Grenzschützer Flüchtlinge sogar mit Waffengewalt in die Türkei zurückgezwungen haben. Die Verletzung von Flüchtlingsrechten durch Abschiebung in vermeintlich sichere Drittstaaten ist in der EU leider zu einem System geworden, muss man sagen. Nach der Dublin-Verordnung müssen Asylsuchende dort ihr Verfahren betreiben, wo sie in die EU eingereist sind. Flüchtlingsorganisationen sprechen auch davon, dass die Flüchtlinge eigentlich vom Himmel fallen müssen, weil das kaum möglich ist. Ob sich auch tatsächlich alle Staaten an die Anforderungen der Flüchtlingskonvention halten, das spielt jedenfalls für das Innenministerium überhaupt keine Rolle. Asylsuchende können sich in Deutschland nicht effektiv gerichtlich wehren, wenn sie in ein anderes EU-Land zurückgeschickt werden sollen. 400 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr von Deutschland nach Italien zurückverbracht worden, obwohl die Bundesregierung weiß, dass dort die Flüchtlingsrechte mit Füßen getreten werden. Und ähnlich ist es auch mit Griechenland gelaufen, auch wenn es zurzeit ein Jahr ausgesetzt ist. Das heißt, hier müssen wir wirklich Schutzmaßnahmen haben, die die Situation der Flüchtlinge verbessert. Das Fehlen dieses Rechtsschutzes gegen solche Abschiebungsmaßnahmen ist eindeutig ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Das hat erst kürzlich der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ganz eindeutig in sein Urteil geschrieben. Und er hat dort sehr deutlich auch die Bundesregierung kritisiert, dass endlich diese Rechte geachtet und umgesetzt werden müssen. Änderungen im Asylverfahren werden auch vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen regelmäßig angemahnt. Und ich kann mich meinem Kollegen Winkler hier nur anschließen. Man muss wirklich den Flüchtlingsinitiativen danken, die immer wieder die Kontrolle ausüben, die immer wieder da den Finger auf die Wunde legen und deutlich machen, welche Skandale eigentlich in Flüchtlingspolitik stattfinden. So kritisiert beispielsweise der Kommissar die Asylanträge an den Flughäfen, wo es nur zu Schnellverfahren kommt,
und nicht gründlich geprüft wird und natürlich schnell Ablehnung produziert werden. Auch die Praxis, anerkannte Flüchtlinge hier in Deutschland mit sogenannten Widerrufsverfahren zu überziehen, um ihnen ihren Status wieder abzuerkennen, wird vom UNHCR kritisiert. In den letzten 11 Jahren waren es 70.000 Menschen, deren Status aberkannt wurde, und allein im letzten Jahr 15.000 Menschen, die hier Asyl hatten. Sie sorgen damit für extreme Verhältnisse, vor allem völlig unnötige Verunsicherungen der Betroffenen. Und ich meine, dass dieser bürokratische Wahn, den es übrigens nur in Deutschland gibt, in keinem anderen EU-Staat, der muss endlich beendet werden. Das kann also einfach nicht sein, wie hier Flüchtlinge behandelt werden. Asylsuchende in Deutschland haben immer schon, die es erreicht haben, hierher zu kommen, haben es immerhin geschafft, die Festung Europa zu durchbrechen. Viele Flüchtlinge schaffen es überhaupt gar nicht hierher, denn die EU schottet sich immer weiter ab. Sie liefert den EU-Anrainerstaaten, wie wir schon gehört haben, Waffen und Technologie, damit sie die Flüchtlinge hinter ihren Grenzen festhalten. Übrigens war das auch mit Gaddafi, war auch ein Nutznießer dieser Vorverlagerung der Flüchtlingsabwehr, wie auch andere Diktaturen in der Region, insbesondere auch in Nordafrika. Zusätzlich kreuzen die Schiffe europäischer Grenzschützer vor den Küsten Nordafrikas, um schon die Abfahrt nach Europa zu verhindern. Wir haben eben hier schon gehört, wie Wege dadurch auch verkürzt werden, immer mehr Menschen dabei ertrinken. Das ist ein menschenrechtlicher Skandal, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, das Symbol für diese Abschottungspolitik, die EU-Grenzschutzagentur Frontex ist zu einem Symbol geworden. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat schon 2009 festgestellt, Frontex produziere, ich zitiere, ein bedrohliches Schutzvakuum auf hoher See und an den europäischen Außengrenzen. Zitat Ende. Menschen- und Flüchtlingsrechte gelten bei Frontex-Einsätzen nichts. Erst auf massiven Druck wiederum der Menschenrechtsgruppen wurden die Leitlinien für Frontex-Einsätze geändert. Und hier muss man sagen, dass auch danach das Gebot der Nichtzurückweisung, dass Sie zwar gesagt haben, dass Sie es beachten wollen, aber dass man sehr deutlich sagen muss, die konkrete Umsetzung bleibt aber den Mitgliedstaaten überlassen. Und wie gesagt, hier gibt es große Fehlentwicklungen. Der Frontex-Einsatz an der griechisch-türkischen Grenze, Landgrenze von Oktober 2010 bis März 2010, den ich schon angesprochen habe, war gekennzeichnet von massiven Menschenrechtsverletzungen. Darüber haben sogar die Bundespolizisten berichtet. Und trotzdem wurde dieser Einsatz nicht abgebrochen von der Bundesregierung. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates der Europäischen Union vom Juni lässt sich ablesen, wo die Prioritäten für Frontex liegen. Demnach ist die Effizienz bei Grenzsicherung, soll die gesteigert werden, von einem effizienten Flüchtlingsschutz ist nicht die Rede. Und das ist unserer Meinung nach unbedingt notwendig. Und meine Damen und Herren, denn eines ist doch klar, diese Abschottungspolitik führt direkt zum Tod von vielen Menschen. Allein in diesem Jahr haben wir heute schon gehört, über 1600. Die Dunkelziffer wissen wir gar nicht. Alleine bei dem Versuch, nach Europa zu kommen. Darunter waren etliche Flüchtlinge aus den afrikanischen Staaten, insbesondere aus krisen- und kriegsgeschüttelten Ländern wie Somalia, Sudan, Eritrea, wie gesagt, also in Libyen festgehalten wurden und keine Möglichkeit oder sogar in Gefängnisse gebracht wurden, wie wir selber sehen konnten vom Innenausschuss, eine Delegation. Das ist wirklich ein Skandal, dass solche Regime mit Geldern finanziert wird, damit Flüchtlinge nicht nach Europa kommen. Zum Schluss möchte ich noch eine sagen zu den Grünanträgen. In der Tat, die Linke ist der Meinung, dass diese Abschiebeabkommen bzw. Rückführungsabkommen gekündigt werden müssen. Sie dürfen erst gar nicht zustande kommen mit Ländern, die Menschenrechtsverletzungen systematisch betreiben. Deswegen werden wir uns bei diesem Antrag nur enthalten. Außerdem ist es auch hauptsächlich ein Prüfantrag
Was Syrien angeht, sind wir der Meinung, dass auch hier dieser Antrag nicht weit genug geht. Wenn man prüft, wir haben gehört, es ist ausgesetzt worden für ein Jahr. Wir sind der Meinung, es nicht zu prüfen ist, sondern dass hier wirklich Entscheidungen für ein Bleiberecht der Menschen, die schon viele Jahre hier leben, und dass vor allen Dingen diejenigen, die jetzt kommen, auch ein Asylverfahren bekommen und dass man nicht einfach die Situation aussetzt und sie damit in Flüchtlingssammelunterkünften belässt, wo sie eigentlich ein Asylrecht hier in Deutschland haben. Schönen Dank.